Zeitzahn hat. Herzlich willkommen, guten Morgen. Guten Morgen, wollte ich ja nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wann ihr guckt. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Telling zum neuen Vlog. Mann, ey, komm, irgendwie muss ich mir da mal... Blablabla. Ich kann nicht quatschen. So, jetzt geht's wieder los. Immer das Gleiche, jedes Mal, wenn ich hier ein Video anfange, verspreche ich mich, sage ich irgendwas falsch. Herzlich willkommen, mein Name ist Senning. Nee, mein Name ist Senning. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ja, so. Mann, meine Güte. Ja, bei mir ist heute einfach nur ein ganz, ganz normaler, stinknormaler Pupstag. Ich habe gar nicht so viel vor. Ich werde euch trotzdem heute einfach mal mit entführen. Ich habe eigentlich heute wenig Termine. Und ich muss hier erstmal meinen Teebeutel rausmachen. Also mein Tee, ey. Koffee verkackt den hier nicht. Aber es klappt. Ja. Und dann nehme ich euch einfach mit. Ich hole erstmal die Kinder ab, weil ich zur Kita fahre. Und bereite mir halt gerade meinen Tee dafür vor, weil ich den mit ins Auto nehme, immer früh so meinen Tee trinke. Mache ich ja fast jeden Morgen, wenn ich nicht scheiße oder irgendwie in Zeitnot bin. Ansonsten wirklich, mein Tag heute eigentlich voll gechillt so. Ich muss Wäsche waschen, ich habe jetzt hier Waschmarken. Ich zeige euch das hier auch nochmal auf YouTube. Ich habe ja bei Instagram schon gezeigt letztens. Wie sind die Lichteinflüsse hier echt beschissen. So, hab ja die Waschmarken, ich muss ja Waschmarken holen, um meine Wäsche waschen zu können. Und ja, heute zeige ich euch einfach mal, wie ich hier meine Wäsche wasche. Mach ich einfach. Was soll ich sonst machen? Weißt, ich muss das ja machen. Und jetzt habe ich hier die 10 Waschmarken geholt. Ey, voll teuer. Kannst du eine Waschmaschine kaufen von. Gut, und jetzt muss ich mich schnell fertig machen, weil ich los muss. Also, bis gleich. Bäh. Oh, das kann man runtergefallen. Mist. Moin nochmal. Ja, jetzt bin ich da. Kids kommen bestimmt gleich raus, hoffe ich. Bin ich verstanden. Oh, ich muss mein Instagram mal aufmachen. Man schmeidet einfach immer an. Ach, jetzt ist so geladen. Ach so. Okay. Ja, jetzt kurz warten und dann kommen die Kids raus. Jetzt ziehen sie jetzt Jacke an bestimmt und Schuhe und dann zack, bums, da. Wie ihr seht, ich muss mich rasieren, mein Bart wächst. Ah, da kommen sie, die Kleinen. Und Miley hat mir gerade eine Überraschung noch übergeben. Kannst du noch mal sagen, warum? Weil wir uns ganz doll lieb haben. Das ist aber nett, danke dir. Guck mal. Oh, kann man das erkennen? Habt ihr das gestern gemacht? Ja. Ja? Papa. Sieht schön aus, danke schön. Hier habe ich mal. Guck. Ah, Juna hat hier ihr Freundschaftsbuch ausgefüllt. Super, Juna. Ihre Lieblingsfarbe, das Augenfarbe. Was machst du denn gerne? Warte mal, hier. Malen, basteln und tanzen. Und hier hab ich noch einmal. Und eine Giraffe und da hast du auch noch einmal. Hier geht's noch ein Video. Oh, super. Dankeschön. Das hat alles Mama gemacht. Danke nochmal für das tolle Foto. Das mache ich mir hier oben. Pass auf, mache ich mir hier so rin, ja? Mama. So, und dann habe ich euch immer hier drinnen. Ja, kannst du lesen. So, ich bringe euch jetzt erstmal zur Kita, ja? Ich lasse mal mein Kaugummi entfernen, Logik. Ja, die Kids sind raus. Was heißt draußen? Also, die sind jetzt in der Kita. Habe ich jetzt hingebracht. Und jetzt mal gucken, dass ich zu Hause ein bisschen klar Schiff mache. Wie immer. Irgendwie jedes Mal meinen Vlogs muss ich zu Hause aufräumen. Merkt ihr das? Eine Sau bin. Nein, bin ich nicht. Komme aber immer schlecht dazu, weil ich so viel unterwegs bin. Ich bin mal gespannt, was heute noch so passiert. Weil meistens passieren irgendwie noch spontane Sachen. Und ja, die nächsten Wochen wären auch richtig geil und wird auf jeden Fall ein bisschen Action geben hier bei mir auch. Mal sehen, bin ich gespannt, was so alles passiert. Jetzt habe ich mich spontan entschieden, mir noch ein paar Eier zu holen, damit ich mal Rührei essen kann mal wieder. Mega Bock drauf jetzt hier, ey. Aber bei Aldi bin ich so selten. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ihr Eier gibt. Oh, dann Brötchen. Oh, mal gucken. So, Eier, Bananen und Hähnchenfilet. Ich habe tatsächlich was im Kühlschrank drin. Ich glaube es nicht. Ja, und die Bananen liegen oben drauf. Also werde ich mir jetzt erstmal eine Banane schnappen, die Banane essen und dann werde ich erstmal mein Video schneiden von letztem Mal und dann... Boah, der ist so laut. Hört ihr das? Mega laut. Na ja, gut. Gute Nacht. So, ihr Süßen, ich muss gerade lachen. Ich schneide gerade das Video. Das ist richtig geil geworden übrigens jetzt hier. Also wer den Vlog noch nicht gesehen hat, den vorigen Hammer-Vlog geworden. Der geht jetzt schon 12 Minuten. Ich bin gerade mal bei der Hälfte. Und Sven hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Einfach nur das hier. Hört mal hin. Ich habe ja morgen eh die Lieferung zum Katharina-Fotobox und dann wollte ich das alles mit verbinden. Ja, nee, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Wird das nachfragen. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört?
Ich sag dir nur. Ich hab's schon gehört, Alter. Der hat ja hier Krebs beim Reden. Und Sven? Aber der redet einfach weiter. Der redet einfach weiter, ohne sich zu entschuldigen. Und macht einfach weiter. Ich dachte gerade, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ey, hört nochmal hin. Hört nochmal hin, Sekunde 3. Ich hab ja morgen die Lieferung zum Katharina-Fotobox und dann wollte ich... Alter! Ja, nee. Das ist doch krass. Wie kann man so laut rülpsen? Beim Reden vor... Ich kann nicht mehr, sorry, ich muss es euch dir zeigen. Also ich bin gerade am Videoschneiden auf jeden Fall und melde mich dann, sobald ich wieder fertig bin, ja? Zeig mich fertig gemacht und jetzt habe ich mir meinen Rechner geschnappt. Werde dieses Video, was ich gerade geschnitten habe, bei Sven hochladen, weil hier einfach das Internet so beschissen ist. Sorry, dass ich das so sage, aber es ist wirklich nicht gut. Es würde jetzt bestimmt 12 Stunden dauern, also bei einem kurzen Video dauert es schon 6 Stunden und ich möchte nicht wissen, wie es jetzt über 23 Minuten dauert. Deswegen werde ich zu Sven fahren, werde gleich was essen hier noch nebenbei. Ja, eine Video in Ruhe hochladen und dann bin ich auch fertig mit dem ersten Teil des Tages. Also, ab zu Sven! Hier mach ich mal einen Shaker. Komm, erstmal einen Shaker! Alle Dude! Alle Dude! Hier ist es, hier lädt's, mein Video lädt. Ja. Ey, Wollert mir eine Nachricht geschickt. Ich weiß, ich hab's schon abgespielt. Ich hab's schon drauf, ich hab alles schon drauf. Zu Hause schon. Ich musste das... Ey! Ist der geil? Ist, also das Rülpsen war schon der Knaller. Also das war schon... Wie kann man denn beim Reden aber rülpsen? Aber auch wie der weiterspricht, wa? Ohne... Ohne... Chef schickt dann eine Nachricht und rülpst mir erstmal. Ich hab ja morgen die Lieferung zum Katharina-Fotobox und dann wollte ich... Warum? Wie geht das denn? Erstmal haben wir gesagt, also mein Video liegt hoch, wir können jetzt, wenn du willst, erstmal was machen. Pizza? Pizza. Oh, wieder bei Angelo. Ab zu Angelo. Genug geschafft. Angelo, wir kommen. Angelo! Ich hätte gern bitte ein Stück von den Himbeer-Mascarpone-Kuchen hier oben. Mit dem Keks. Mit dem Keksboden, bitte. Angelo, machst du mir bitte so ein Stück Himbeer-Mascarpone-Torte mit dem Keksboden? Ja. Mmmh. Möchtest du mit drin sein? Komm her kurz. Wie heißt du denn? Lishan. Bitte nochmal? Lishan. Lishan? Mit dem. Wie alt bist du? 12. 12? Was machst du hier drin? Also Girls and Boys Day auch. Girls and Boys Day? Ja. Das heißt, das ist ein Projekt? Ja. Von der Schule oder? Nicht von der Schule. Das ist ein Tag, da arbeiten Jungs und Mädchen aus der Schule oder von irgendwo anders. Da würde ich gerne arbeiten. Ja. Und hier wolltest du gerne arbeiten, ja, bei Angelo. Ja. Hast du gesagt, geil, Angelo ist da, mach ich dir mal einen Tag und mach ich Shibem, ja? Ja. Was hast du heute gemacht hier? Erzähl mal. Sauber gemacht. Sauber gemacht? Ja. Sauber gemacht. Pizza. Und sauber gemacht, ja. Hast du noch Pizza gemacht heute? Ja. Und? Hast du selber gegessen? Ja, Stück. Und hat es geschmeckt? Ja. Ich hab auch gerade ein Stück Pizza gegessen, ich bin satt. Ist du satt? Ja. Was hier? Wie heißt du? Henning Merten. Ja? Ja. Richtig. Du musst schon lauter reden. Dass die dich da auch verstehen. Nein, ich guck's einfach mal hin. Kannst du ja mal machen. Oh, guck mal, wir müssen uns ein Stück teilen. Für mehr hat's nicht gereicht. Disha, ist richtig? Disha. Ja. Dann muss ich dir noch viel Spaß machen. Wie lange musst du noch? Bis 17.30 Uhr. Da quält er ihn aber hier, ja? Ja, wie lange darfst du noch? Entschuldigung. Okay, dann. Mmh. Wenn schon, denn schon, wa? Oh, schön Rinden. Und? 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 Weg gut. Okay, ich esse auch. Ich koste... Oh, ist hier drauf Strohsoße noch extra? Oh, danke schön. Oh, sieht aber lecker aus, ey. Hast du wie lange schon keinen Kuchen mehr gegessen hab? Sven? Eine Stunde? Sehr, sehr lange her. So richtig Küchenplan hier, oder? Fischer, willst du noch jemanden grüßen? Nein, ich nicht. Meine Schulklasse. Deine Schulklasse grüß deine Lehrerin. Grüß. Komm mal gut runter. Grüß doch deine Lehrerin, Bruder. Grüß mal deine Lehrerin und grüß mal deine Schüler. Genau. Aber jetzt nicht das Gleiche sagen wie eben, dass du sie nicht magst, deine Lehrerin, sondern jetzt nicht. Genau. Das sieht sie. Nein, Spaß. Okay. Nee, sag mal. Das Grüß geht raus an Frau Wolf, Matthäus, Alida, Luca, Lukas, Ralf,
Antonio, Erik. Keine Ahnung, Johanna Klasse. Johanna hast du vergessen, wa? Ja, Janis. Hast du sie gut gemacht? Und grüß deine Mutter und tu so, als ob du sie lieb hast. Genau, jetzt arbeite mal ein bisschen. Ich schaffe mir und dir Anjou und Mecca. Nochmal kurz. Und grüß ihn auch mal. Lecker, ne? Lecker. Mega lecker. Hast du schon? Henning, koste mal den Kuchen bitte. Reicht doch schon. Wie ist er? Geil. Wir hatten übrigens die Steffel. Wer hat denn diesen leckeren Kuchen gemacht? Chefin, ich weiß gar nicht, wer das war. Zeig dich doch, hab doch keine Angst, es passiert dir nichts. Guck mal, sie ist schüchtern. Hier ist der beste Chef, der die beste Pizza macht und da winkt auch jemand. Wer hat denn den leckeren Kuchen gemacht? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Also, wenn man auf leckeren Kuchen Hunger hat, Pizza Angelo. Wirklich, wirklich lecker. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn du jetzt auch noch rockst, ich esse eigentlich gar keinen. Aber der ist nicht so über, sondern ist nicht einfach mehr. Schmeckt's? Ja. Sehr gut. Erstmal gönn dir nach den schweren Arbeiten. Hier, habt ihr noch ein Stück Kuchen übrig gelassen? Kannst du aber noch essen. Oder willst du den noch essen? Nee, ich esse ja keinen Kuchen. Hab ich gesehen. Mach ich nicht. Ah, Mann. Tschüss, ciao. Macht's gut, hab euch alle lieb, danke, ciao. Raus aus Pizza Angelo, jetzt auf dem Weg zum Büro. Ich bin satt, Henning. Oh, ich bin richtig satt. Oh. Deine Hose, die ist fertig. Meine zweite Hose, stimmt, ich hab ja noch die helle. Wie sieht das aus? Schaut mal, ein Elefant, hier mitten in Berlin, fett. Nee, mir fällt gerade ein, die Hose ist fertig, Henning, deine zweite. Lass mal. Ja, die helle, wa? Lass mal nochmal reingucken. Okay, mal sehen, wer heute da ist. War ja erst im letzten Vlog, war ich ja auch schon hier drin, ne? Im Laden. Ach, guck mal, er ist wieder essen. Ach! Guck mal, er ist wieder essen. Guck mal. Dennis, mein Kleiner! Wo kommst du denn her? Ich wollte Essen für die anderen holen. Salat holen. Du sollst Essen für die anderen holen? Dennis, mein Kleiner. Hallo. Hi, Dennis, was hast du denn da schon essen wieder? Essen für die anderen. Also, wenn du nicht im Laden... Also das ist für die anderen, ist doch deine Portion, oder? Niemals, Alter. Schaffe ich gar nicht. Ja, du Spinner. Komm, geh mal zusammen rein. Geh mal rein. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich muss die Kinder abholen gleich, Sven. Ja, geht gleich los hier. Ja? Ja. Mahlzeit. Vorsicht, Kamera. Vorsicht, Kamera. Sagen. Nicht gucken. Hi. Da bin ich wieder. Machst du mir einen Kaffee? War ein Spaß. Nein, war ein Spaß. Heute gehen. Hey Denise, bin wieder da. Oh. Wie das gleich riecht, wa? Komm, hast du das da abgestellt? Er hat gesagt, das ist fürs ganze Haus und hier arbeitet Dennis. Ist ja nicht wahr. Guck mal an seinen Arbeitsplatz jetzt, was da alles steht. Und er lacht. Ja. So, Henning, hast du irgendwo habe ich deine zweite Hose gesehen? Hat auch schon eine Hand. So. Merkst du es noch? Musst du immer waschen oder guck mal mit Herz. Waschen? Ich wasch doch meine Hose nicht. Ich auch nicht. Wird neu gekauft. Ja. Die kann ich irgendwann in die Ecke stellen. Nee, hey, cool. Aber die zieht heute nicht an. Aber cool, sieht cool aus. Dankeschön. Denise ist wieder, wa? Ist wieder gut gemacht. Hey, du bist doch jedes Mal hier. Das kannst du. Na, wenigstens etwas, wa? Nein, ja. Quatsch. Also. Cool. Habe ich das auch? Ich muss auch gleich weiter. Guck mal, Beate kriegt auch was. Beate will heiraten scheinbar. Nee, bis zur Silberhochzeit. Ja, stimmt, Silberhochzeit. Kann auch sein. Traum. Traumhochzeit. Henning. Guten Appetit, lasst euch schmecken. Lasst dir schmecken. Immer. Beste Currywurst vorne. Wir sehen uns. Wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. Macht's gut. Danke. Los. Abbrennen. Komm, das Video ist jetzt hochgeladen. Aber das sieht super aus. So, jetzt zeigt nur noch 5 Minuten Zeit hier. Und Export erfolgreich. Ich verabschiede mich erstmal von dir, Sven. Ich hau ab. Danke erstmal. Vielleicht bis später. Danke für die Einladung zum Essen das heute. Das war ein Träumchen. Letztes Mal habe ich ja verloren mit Schnick, Schnack, ja. Schnuck. Mal gucken, wer heute hätte zahlen müssen. Eigentlich. Wollen wir immer? Eine Runde, ganz schnell, ja? Warte, ich stell ab. Warte. Ich muss mich ja auch konzentrieren. Wir müssen überlegen. Warte, okay. Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay, hab ich wieder verkackt. Das gibt's doch aber ich habe bezahlt heute. Ja. Aber er hätte verkackt. Das gibt's doch aber gar nicht. Warum hat ich denn so ein Pech im Spiel? Wayne, Sven kann Gedanken lesen. Gibt's doch halt nicht, ey. Ich kann Gedanken lesen. Ich habe ja letztens auch verloren. Wir sind ja abends übrigens, das habe ich ja nicht erzählt im letzten Video, wo wir da auf dieser Veranstaltung waren, haben wir ja gesagt, wer den Tisch heute zahlt von den Mädels. Weißt du noch? Ja, hast du auch verloren. Da hab ich auch verloren. Da musste ich ja auch zahlen. Da hab ich auch gezahlt. Ich hab alles vorausgesagt. 70 Euro, ey. 70 Echt? Euro. 70, was hab ich gehabt davon? Nichts. Nichts? Für die Mädels? Nicht, ja. Aber die waren nett, wa? Jo, die Mädels waren nett. Aber wir sagen jetzt nicht, wer es war. Auch endiger. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Schon ganz schön spät. Ich hab jetzt noch 20 Minuten. Also Kamera weg, Kinder holen. Ja, sonst schaff ich's nicht. Also, bis gleich. Kinder sind da, warte. Warte, Juna, Miley wollte was vortragen. Und los. Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Immer wieder kommt ein neuer Meer. Immer wieder singt der neue Blumen. Immer wieder Licht in unser Herz. Ey, nicht schlecht. So, und jetzt mal rappen. Oder ich mach den Beat. Und? Kannst du nicht? Nee? Schade. Und du? Ich kann Papa lieb. Mach mal. Nein, du nicht. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder. Ich kenne noch ein Lied. Nein, das verrätst du nicht, bitte. Okay. So, weißt du? Ab, einsteigen. Also geht's? Ja. So komm, geht's. Einsteigen. Tschüss, Mädels. Tschüss. Ich hab euch lieb. Ciao. Mein Video ist online und ich hab mal geguckt, leider werden meine Kommentare, jetzt habe ich's, leider jetzt werden immer deaktiviert, weil durch dieses Musikvideo da, wo ich hier diese 800 Kommentare hatte, also wo die Kommentare positiv, aber auch leider negativ waren und die Leute sich da bekriegt haben, wurden leider meine Kommentare jetzt überall eingestellt, erstmal bei YouTube vorübergehend. Also ich bin das selber gar nicht. Du müsstest von YouTube eine E-Mail bekommen, mal mit der Erklärung. Ja, halt gerade die Nachricht bekommen. Okay, also das wollte ich euch schon mitteilen. Jetzt gehe ich noch was essen mit Sven und... Ja, mehr habe ich heute auch nicht gemacht. Kapusten, ey. Das zweite Mal, dass wir heute essen gehen jetzt, Sven. Das ist eine MP40. Das ist ein anderer Tag. Wie ist ein anderer Tag? Gar nicht. Ich habe doch heute gar keinen Schaden. Das ist ja nur, aber Salat. Das ist ja nur ein Salat erstmal. Und ein Steak. Ein kleines. Naja, guten Appetit. Bist du satt? Ich bin satt. Die Leute wollen wissen, ob du satt bist. Ja. Ich bin satt. So. Und jetzt? Sag jetzt tschüss, weil hier ist hell. Verabschiede mich schon mal von dir. Von euch verabschiede ich mich noch nicht, aber nur von dir. Ciao. Also. Und tschüss. Jetzt klingelt mein Handy. Im Auto. Ich hab mir jetzt noch was geholt. Das habe ich nämlich bei Marc vergessen. Mein Shake. Den brauche ich nämlich morgen. Jo. Ansonsten fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Endlich. Oh, ist nämlich schon wieder um 10 gleich. Und da wollte ich eigentlich schon längst zu Hause sein. Boah, ist das hell, das Licht. War das eine kleine Birne hier oben, die andere, die flackert. Kann ich noch nicht mehr anmachen. Jetzt. Ausjagen, anjagen. Boah. Gut, ich fahre jetzt mal nach Hause. Dann sehen wir uns da nochmal. Ja, geschafft zu Hause. Ja, im letzten Vlog habe ich erzählt, dass ich eine neue Freundin habe. Ja, das stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe natürlich keine neue Freundin. Ja, das wollte ich nur erzählen. Das war einfach nur Clickbait. Machen alle, also kann ich das auch machen. Ich trinke gerade übrigens hier einen Wein, mein Kaffee macht und da stand Glöck, wie ein Glöck, Mulet Red Wein drauf. Ist Glühwein. Voll am Arsch. Ey. Jetzt muss ich das eigentlich warm machen. Ja, zeig mir hier einen Glühwein gemacht. Super, also kalt, weil der aus Ikea kommt. Ja, also ich wollte euch nochmal darauf hinweisen, dass ich halt keine Freundin habe. War halt einfach nur Clickbait. Lasst mich doch auch mal Clickbait machen. Ja. Darf ich, oder? Beim nächsten Video wird es ja nicht so werden. Da schreibe ich dann hin, Henning hat den Tag ganz normal verbracht. Schaut es euch an. Und, ja. Jetzt muss ich eigentlich noch Runterwäsche waschen. Kommt er mit? Ich muss in den Keller. Und ist um, wie spät haben wir? 23 Uhr. Ich gehe eigentlich ungern so spät noch in den Keller. Aber ich muss Wäsche waschen. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Wäscheberg. Oh Mann, ich hab sortiert, ja? Guck mal, jetzt ist richtig sortiert. Ja, also hier, ich kann eine Unterhose machen, ich muss hier nichts mehr. Also ich hab hier, kann man nicht sehen? Ganz kurz, weiß, bunt und schwarz. Und die wasche ich jetzt. Kann ja zwei Waschmaschinen auf immer waschen. Ich hab ja da unten zwei Stück. Ja, die packe ich mir jetzt hier in die Tüte und dann gehe ich runter und wasche das. Oh, ich bin müde, ey. Aber ich muss waschen.
Musik tun. Ja. So sieht's aus hier im Bad. Ja. Cool, oder? Okay. Wäsche waschen. Ach, muss euch enttäuschen. Ich werde jetzt keine Wäsche mehr waschen. Ich habe einfach absolut keinen Bock mehr. Ich bin müde und kaputt. Und deswegen werde ich mich jetzt ins Bett hauen. Ja, und gute Nacht sagen. Nicht böse. Gute Nacht. Bis morgen. Ansonsten möchte ich noch irgendwas sagen? Nee, dreh ja morgen wieder.